So, jetzt korrigiere ich die Hausaufgaben. Vado con mio papa dal medico. Ich gehe mit meinem Papst zum Arzt. Hä? Sie meint wahrscheinlich vado con mio papa dal medico. Papa, papa. Faro, farò. Che confusione sarà perché ti amo. No, sarà perché l'accento. Es ist wegen Accento. Was ist denn Accento? Wofür wird er benutzt? Wann nutze ich es? Wie schreibe ich es mit der deutschen Tastatur? So viele Fragen. Diese werden wir jetzt heute alle antworten. Wir werden auch ähnliche Wörter sehen, wie eben Papa und Papa. Wir werden auch einen Kinderreim lesen und deswegen solltest du eigentlich dieses Video komplett anschauen. Wenn du es noch nicht machst, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du unsere Videos nicht verpasst. Quindi, partiamo! Was ist l'accento? Wann wird er benutzt? Wofür? Also, l'accento ist ein Zeichen und zeigt, wo die Betonung eines Wortes ist. Eigentlich hat jedes Wort eine Betonung. Deswegen sagt man Baum, albero und nicht albero. Zimmer, camera und nicht camera. Getränke, bibita und nicht bibita. Hier in diesen Wörtern ist aber die Betonung nicht grafisch zu sehen. Also du kannst nicht wissen, wo die Betonung tatsächlich ist, weil die Betonung ist mitten im Wort irgendwo. Bei Wörtern, die allerdings die Betonung auf den letzten Vokal haben, dann ist es auch grafisch zu sehen durch diesen Accento. Zum Beispiel città, Stadt, possibilità, Möglichkeit, Café, Kaffee, viele Wochentage, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì oder das Wort menu, das Wort così und viele andere. Hier ist die Betonung tatsächlich ganz am Ende und deswegen ist es auch grafisch zu sehen und man muss es auch dann so aussprechen, also lunedì und nicht lunedì. Auch kurze Wörter haben manchmal den Accento, per esempio lì, là, dort, qui, hier, giù, unten, sì, ja. Andere kurze Wörter haben allerdings keinen Accento. Per esempio, der König, il re, ist ohne Accento. Oder tre, drei, ist auch ohne Accento. Una piccola curiosità, in italiano ci sono anche dei nomi di persona con l'accento. Im Italienischen gibt es auch Vornamen mit Accento. Nicolò, Josué, Noé, Désiré, per esempio. Und jetzt einen Grammatiktipp für dich. Alle Substantive mit Accento am Ende sind im Singular und im Plural gleich. Allora, tutti i nomi, tutti i sostantivi che finiscono con l'accento sono uguali al singolare e al plurale. Cambia solo l'articolo. Also nur der Artikel ändert sich. Per esempio, la città, le città, la città, die Stadt, le città, die Städte. Vediamo adesso una frase d'esempio. L'Università di Bologna è la più antica d'Italia. L'Università, eine. Le Università in Italia sono molto rinomate all'estero. Le Università, also mehrere. Vediamo adesso un'altra frase. Mi scusi, per me un caffè macchiato e per loro due caffè decaffeinati. Quindi un caffè, due caffè. Das Wort Kaffee bleibt aber gleich. Nehmen wir jetzt genau diesen letzten Beispiel und wir fügen noch einen Teil hin. Per me un caffè macchiato e per loro due caffè decaffeinati perché è già tardi. Was fällt dir hier auf bei den Accento? Schau dir genau die Accento an. Also einmal so, einmal so, einmal so. Was ist da los? Ist es ein Fehler? No, non è un errore. Also es gibt tatsächlich zwei Richtungen, zwei Accenti, Accento grave und Accento acuto. Aber keine Panik, ich erkläre es dir gleich.
Also die Buchstaben A, I, O und U haben immer den gleichen Accento, den Accento grave, also so geschrieben. Per esempio, città, lunedì, però, menù. Die Buchstabe E allerdings kann beide Richtungen haben, also auch den Accento grave, zum Beispiel Schimpanse oder Kaffee, aber auch den Accento acuto, also die andere Richtung, bei Wörtern wie un caffè, due caffè, oder lui è, lei è, ihr ist, sie ist. Also wie schreibe ich denn den Accento mit der deutschen Tastatur? Gute Frage. Also è più facile a farsi che a dirsi. Also es ist viel einfacher, es zu tun, als zu erklären. Hier siehst du ein Bild von der deutschen Tastatur. Für den Accento wirst du natürlich die Accento-Taste brauchen. Das ist die mit dem grünen Pfeil. Und du brauchst dann eventuell die Umschalttaste. Das Wichtigste dabei ist, dass du erstmal die Accento-Taste drückst und dann die Vokaltaste. Per esempio, nehmen wir an, du willst das Wort perché schreiben. Dann klickst du P, E, R, C, H und dann klickst du erstmal auf die Accento-Taste, lässt du los und dann klickst du die E. Und so hast du ja dein Wort. Wenn du aber città schreiben willst, città wird ja eigentlich mit dem anderen Accento geschrieben, dann klickst du C, I, T, T und dann klickst du gleichzeitig auf die Umschalttaste und auf der Accento-Taste, lässt du los und dann klickst du auf die A. Ich hoffe, dass du mich verstanden hast und dass du bald dann das ausprobieren kannst. So, ich weiß, es scheint wirklich schwierig und verwirrend aus, aber wirklich keine Panik und kein Stress. Also sogar nicht alle Italiener wissen, dass es eigentlich zwei Richtungen gibt. Wirklich kein Stress. Viele Italiener schreiben immer mit der gleichen Richtung. Viele Italiener schreiben sogar, wenn sie per Hand schreiben, gar keine Richtung. Also es kann sehr oft passieren, dass du so ein Wort liest mit so einer geraden Linie oben, weder in einer Richtung noch in der anderen. Deswegen mach dir bitte keinen Stress. Es ist sehr schön, wenn du den richtigen Akzent nutzt, aber es ist nicht so schlimm. Wichtig allerdings ist, dass du den Accento schreibst, irgendwelcher, weil, wie wir davor gesehen haben, es gibt Wörter, die sehr ähnlich sind, Papa und Papa, und nur durch den Accento erkennst du, was ist da die Bedeutung. Hier, wie besprochen, eine Liste von sehr ähnlichen Wörtern mit und ohne Accento. Also, wir lesen die jetzt zusammen und beachte dabei wirklich auf die Betonung. Also, la metà, la metà. Il papa, il papà. Il pero, però. Il casino, il casino. Como, das ist die Stadt in der Lombardei. Il comò. Pure, il purè. Sì, sì. E, è. Und dann haben wir sehr oft Wörter, die eigentlich sehr ähnlich sind, weil es ist einmal ein Substantiv und dann eigentlich ein Verb, der entweder in der Vergangenheit konjugiert ist oder in der Zukunftsform. Zum Beispiel il faro, Leuchtturm. Und dann haben wir farò, das ist die Zukunftsform von fare. Ich werde machen, ich werde tun, farò. Das Gleiche mit dem Vergangenheit, also mit dem passato remoto. Wir haben einmal il casco, Helm, und lui oder lei, cascò. Sie fiel, er fiel, vom Verb cascare. Okay, das passiert sehr oft mit so Verben und Substantiven. Und wenn du mehr über die Aussprache und die häufigen Fehler bei der italienischen Aussprache erfahren willst, schau dir dann diesen Video von unserer Magnifica Francesca an. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt eine Filastrocca, ein Kinderreim. Non cascare giù dal pero e non dire ma però. La città si chiama Como, il mobile
com'ho. Nel mio cuore metto te e nella tazza un buon tè. In una frase metto un pure, in un piatto un buon purè. Ich glaube, du weißt schon, was das alles heißt, aber wir übersetzen trotzdem. Fall nicht von Birnenbaum runter und sag nicht ma però. Also ma und però heißen beide aber. Und entweder sagst du im Italienischen ma oder du sagst però, weil ma però wäre ja doppelt. Die Stadt heißt Como und die Kommode heißt Como. In meinem Herz setze ich dich und in der Tasse einen leckeren Tee. In einem Satz setze ich einen pure, also einen Anke. In einem Teller einen leckeren Kartoffelpüree. Capito tutto? Spero di sì. Adesso facciamo un piccolo esercizio. Wir machen hier jetzt eine kleine Übung. Du siehst hier einen Text mit Lücken. Ich werde diesen Text vorlesen. Du musst dann verstehen, welche Wörter in der Lücke reinpasst. Und dabei beachten, gibt es eine Accento oder nicht. Okay? Allora, cominciamo. Quando io e la mia amica Sara facciamo un giro in centro città, a Verona, beviamo sempre un caffè al bar in piazza. Poi mangiamo un gelato con tre palline. Lunedì, però, siamo andate a Vicenza a teatro e abbiamo mangiato una pizza buonissima. Vicenza e Verona sono due città stupende. Bene, hai capito tutto? Adesso rileggo il testo, ma con le soluzioni. Quando io e la mia amica Sara facciamo un giro in centro città a Verona, beviamo sempre un caffè al bar in piazza. Poi mangiamo un gelato con tre palline. Lunedì, però, siamo andate a Vicenza a teatro e abbiamo mangiato una pizza buonissima. Vicenza e Verona sono due città stupende. Hai fatto tutto giusto? Sono sicura di sì. Super habt ihr gemacht, bravissimi! Schreibe in die Kommentare einen Satz mit dem Wort Kaffee. Gerne darfst du auch mehrere Wörter mit Accento nutzen, wenn du magst. Und ich werde eure Sätze lesen, ich freue mich schon. Und wenn du unser Video geliked hast, dann kannst du uns gerne einen Daumen hoch geben. Alla prossima! Dai!